Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Ja, ich habe nach dieser Bahnhofsgeschichte jetzt nochmal eben die Fließbänder hier angeschlossen, damit im Notfall, falls oben unser Kohlefeld leer wird, der Bahnhof hier übernimmt. Und dann habe ich mir überlegt, was machen wir denn jetzt? Denn unsere kurzfristigen Ziele sind eigentlich alle erreicht. Wir haben die Lasertürme, wir haben die Ulrichs, wir haben genügend Manöver und so weiter. Das heißt, unsere großen Ziele bleiben natürlich, also Stainless Steel, die roten Fließbänder und die roten Boards, damit wir dann irgendwann zur blauen Forschung kommen können. Das sind die großen Ziele. Aber die neuen kurzfristigen Ziele sind, dass wir, wie es hier oben steht, Titan verbessert herstellen, Chrom verbessert herstellen und jetzt ganz zu Anfang Zinn verbessert herstellen, denn wir haben kaum noch Zinn. Aber mir fällt auf, der kleine Balken hier bewegt sich kaum oder gar nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir ein Problem mit der Forschung. Ach so, genau, und wenn wir jetzt zumindest Zinn und Chrom und vielleicht auch Titan verbessert haben, dann würde ich gerne Sachen wie Roboter auch mal automatisieren. Da Roboter aber viel Zinn brauchen, durch diese Solder-Geschichte, macht es jetzt, bevor wir zumindest Zinn automatisiert haben, also wo wir das verbessert herstellen, macht es keinen Sinn, dann schon mit Robotern anzufangen. So, mal sehen, wie lange das alles dauert. Jetzt kommen wir mal zu der Forschung. Aha. Wir haben hier Militärpacks und wir haben grüne Packs, also Logistikpacks. Wir haben keine roten. Das ist mal was Neues. Wir haben Glasflaschen. Wir haben dieses Zeug nicht, das Pulver nicht. Das Pulver braucht Zellulose, diese Schalen und Moos. Die Schalen sind da, sehen wir. Zellulose muss da sein. Zellulose braucht Item Production Overload, heißt, die haben genug Zellulose im Ausgang. Also fehlt Moos. Hier kommt kein Moos an, das ist das Problem. Oh ja, weil alles an Moos hier weggefressen wird. Also alles. Mit alles Moos meine ich das, was hier noch so durchkommt. Das wird da links weggefressen. Okay, eigentlich müssten wir ein bisschen unsere Moosproduktion steigern. Ja, es ist schon sinnvoll, das jetzt zu tun, würde ich mal sagen. Achso, können wir eben hier auf der Karte gucken. Moosproduktion müsste sein. Ja, hier. Und da oben. Also die arbeiten alle. CO2 sieht niedrig aus, aber das liegt daran, weil ich hier so eine Pumpe zwischengeschaltet habe. Irgendwo. Bei dem hier. Ah ne, hier, genau, die arbeiten nicht, weil erst wenn hier dieser Tank leer geht, so haben wir das gemacht. Das heißt, die sind einfach zu langsam. Dann müssten wir so einen Klotz nochmal hier rüber setzen. Kann ich das von hier, von der Map aus machen? Also mal so. Ohne das Wasserrohr, aber mit denen hier unten. Und setzen das hier rüber. So, da wäre Platz. Wunderbar. So, jetzt muss er natürlich trotzdem noch rüber. Das können wir ja schon mal wieder in die Tonne drücken. Das ist jetzt hier keine Blaupause für die Ewigkeit. Oh, da kommt schon der Kohlezug wieder. Der wird das Feld oben schneller abgeerntet haben, als hier dieses Feld leer ist.
Das oben ist ja auch nur ein kleines Feld mit 2,5 Millionen oder sowas. So, wir brauchen. Ach so, genau, diese Fabriken. Gibt es hier Moosfabrik? Ja. Da brauchen wir wieder Soil. Jetzt weiß ich gar nicht, was für einen anderen Kram. Rohre und so haben wir. Genau, haben wir Roboter. Ne, die habe ich. Pi. Eins, zwei. Würde ich sagen, reicht jetzt erstmal. Ich nehme nochmal eins, zwei, drei Rohre mit. Und ja, wo kriege ich Soll her? Hier habe ich doch irgendwo meine Sollkiste gehabt. Gibt sie noch? Ja, gibt es noch. So, Moss. Drei Stück ist wenig. Jetzt fehlt es an Stone Bricks. Warum machst du eigentlich nie was? Weil du falsch rum angeschlossen bist. So, interessant. Kann sein, dass es denn oben auch so ist bei dem Aluwerk. Nee, habe ich völlig falsch. Wir müssten das hier haben. Nee, da ist es richtig rum. Okay. So, noch eins, zwei Mossfarmen, glaube ich. Ne, jetzt haben wir erst 5, dann brauchen wir noch 1, 2, 3. Und dann brauchen wir rote und gelbe Ärmchen. Rote haben wir. Gelbe Ärmchen sind da. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, wo gelbe Ärmchen sind. So schlimm ist es mit mir mittlerweile. Ich wurde nochmal darauf hingewiesen, noch mehr Q zu drücken. Ja, ich denke einfach nicht dran. Also, ich habe halt immer noch diese alten Gewohnheiten, die ich nicht loswerde. Lass mal eben gucken, was verbraucht ihr eigentlich an Wasser? Obwohl, warte mal, die. Ja, doch, machen wir mal so. 100. Also. In 15 Sekunden. Ach, darum steht es ja auch. 410 pro Minute. Mal 8 sind es 3200, 3300 pro Minute. Das sind 55 oder sowas pro Sekunde. Das ist nix. Ja. Das heißt, wir können hier das Rohr einfach nochmal anschließen. Das ist. Der verbraucht hier kaum was. Guck mal hier. Verlängern. So, na, nicht da. Achso, doch, das ist das Rote. Genau, der Rote geht. Steinband muss hier noch rüber. Wir haben übrigens auch einen enormen Steinverbrauch, glaube ich. Da müssen wir demnächst mal was tun. Ups.
10 Minuten. 700 pro Minute. Also rechnen wir mal einfach so 1000 pro Minute. Das heißt, dieses Steinfeld hier oben. Ja, doch, das reicht noch 12.000 Minuten. Noch länger. Also 12.000 durch 60 lässt sich auch noch einfach teilen. Also 200 Stunden reicht das Steinfeld noch. Das ist okay. Dann müssen wir hier nochmal. Andersrum. Laufen das nicht? Überlege gerade, wie ich das Band da am geschicktesten nach links überführen kann. Es wäre gut, wenn wir es hier mit anschließen würden. Einfach. Dazu muss er natürlich weichen. So. So, einmal quer hier rüber. Fertig. Genau, wir können den Dings hier schon mal hinstellen, den Roboport. Haben wir hier noch irgendwo? Ja, da unten. Genau, wir haben ja hier Linien, die verbunden sind. Die ich jetzt hier aufstelle, lasse ich dann vielleicht sogar stehen. Können die sich auch weiterhin um die Versorgung der Basis da kümmern. Eine gelbe Kiste brauche ich noch. Und die beiden Roboter kann ich mal hier freilassen. Warum sind die raus? Warum geht ihr? Oh, die anderen machen schon was. Die zwei hätte ich gar nicht bauen müssen. Ich hatte hier noch welche auf Vorrat. Also die ich einfach vergessen habe, sozusagen. Trotzdem setze ich hier nochmal eine gelbe Kiste hin. Um hier die reinzupacken, die Hälfte von denen, mein paar Fließbänder, die hier auch, Strommasten, Rohre und die Moosfarm. So, jetzt gucken wir nochmal, dass wir hier unten auch noch Kohlendioxid anschließen. Also, ich mir ein paar Rohre aufbewahren sollen, ne? Wäre cleverer gewesen. Jetzt werden die Roboter natürlich viel, viel schneller sein als ich. Weil das ja so viele sind. Also genau, das war das. Hier ist auch gar nicht so viel Rohre. Ah, da passt es gerade nicht. Das macht nichts. Dann machen wir hier einfach einen rüber. So. Strom insgesamt brauchen wir wahrscheinlich noch einen Mast. Hier rüber geht. Hätte ich mir auch nochmal aufbewahren sollen. Na ja, komm, ich gönne mir die 50. Brauchen wir sogar zwei Masten, dann machen wir das so rum. So. Und hier das Steinband natürlich auch. Brauchen wir sonst noch was? Also jetzt habe ich überhaupt keine Fließbänder, das ist schlecht. Oh ja, wir brauchen sonst noch was, wir brauchen noch Moos. Da habe ich hoffentlich noch diese Mooskiste aufbewahrt. Ja, da oben ist sie noch. Zwei Stacks sollten reichen, vielleicht reicht sogar schon ein Stack. Ja, normalerweise müsste auch ein Stack reichen. Und er hier hat keinen Strom. Das ist seltsam. Dann eben so. Dann alles so. 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 Hier nochmal ein
Mal hier rüber. So. So, passt. Jetzt braucht ihr meinen Moos. Passen da nur rein. Kann man direkt mal sehen, ob es funktioniert, wenn ich jetzt hier und da was reinlege. Achso, warte mal, CO2 hat er nicht. Ist irgendwas im Argen? Habe ich wohl irgendwas unterbrochen? Ah ne, ich habe es noch gar nicht angeschlossen. Auf dieser Seite. Was ja nicht so gut sieht. Was ist das? Da ist das ein unterirdisch. Ne, das ist. Du bist da, das ist nicht so gut. Du müsstest dich mal hierhin verziehen. Da ist natürlich kein Strom. Das ist ein Argument. Dann musst. Also, genau, Q drücken. Q, so. Q. So. Q. Cool. So, und jetzt haben wir unsere Moosproduktion um mehr als 50% gesteigert. Wenn unsere CO2-Produzenten da überhaupt mithalten, das weiß ich natürlich nicht. Dann ist das hier noch so bei 20%. Ne, es geht schon ganz schön runter. Müsste sich eigentlich bei 20 wieder so einpendeln. Ja, das ist halbwegs stabil, würde ich mal sagen. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt um Zinn kümmern. Oder ist noch. Ja, mit der Forschung, das kann natürlich noch ein bisschen dauern, bis da überhaupt genug Moos wieder langfließt. Genau, verbesserte Zinnproduktion, aber wir müssen erstmal sehen, dass wir überhaupt an Zinnerz kommen. Ne, das haben wir hier schon gemacht. Da ist Zinnerz. Da können wir also auch eine Zinnfabrik hinsetzen. Da benutzen wir doch mal wieder unseren Helm-Mod. Machen das hier mal weg. Und sagen Tin. Obwohl, solche Sachen gingen mit Helm-Mod, glaube ich, schlecht. Ja, machen wir mal so. Ich will jetzt gar nicht die Mengen genau wissen. Ich will nur einfach mal wissen, was brauchen wir so für Fabriken. Und ich sag mal, wir machen hier wieder nach Factories und sagen zwei von diesen Casting-Maschinen. So wie wir es auch bei Zink gemacht haben. Dann brauchen wir davon was. Ja, das ist korrekt. Ach, guck mal, da brauchen wir jetzt auch unser Graphit schon. Graphit haben wir schon vorbereitet. Beziehungsweise, nee, das. Ja, ich. Nee, haben wir gar nicht vorbereitet. Nee, ich hatte was anderes im Kopf. Ich dachte jetzt, wegen unserer Aktivkohlefilter haben wir Aktivkohle vorbereitet. Ne, Graphit müssen wir separat machen. Ist okay. Borax holen wir uns von irgendwo. Zinnstaub. Zinngrad 4. Grad 3. Grad 1.
Das kommt aus 2, aha. Hä? Was ist denn jetzt das Sinnvolle? Das ist ja ein bisschen verkehrt rum. Entweder aus 5 Erz. Ach so, ja. Wir machen natürlich beides. Ist klar. Machen einmal dieses Rezept. Geht gar nicht anders. Und wir machen dieses Rezept. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Passt das so? Der braucht hier von 10. Bekommt hier von 10, hier von 0. Hier erzeugen wir aber 5. Das heißt, wir können sagen, wir nehmen hier von 5. Können wir das irgendwie... Ich stelle mal hier einfach um, wenn ich jetzt hier sage 10 von denen. Dann brauchen wir noch 40 von denen, oder? Das ist aber viel. Aber das geht doch ganz gut mit Helmut. Weil er weiß jetzt, wenn ich hier... Wir brauchen ja unsere 10 Tin Grade 1. Und wenn ich jetzt ihm hier nur noch 5 liefere, müssen die anderen 5 von hier kommen. Tin Grade 2 brauchen wir aber 10. Also ja, so ganz passt es nicht. Wir müssen das ein bisschen von manuell einstellen. Diese Zahlen müssen ja auch gleich sein. Die 10 muss zu der 2,5 passen. Also würde ich jetzt hier einfach mal sagen, ich nehme hier mal 15. Ist immer noch schlecht. 16. Passt. Das ist ja sportlich. Boah. Das wird einiges an Fläche einnehmen, aber jetzt hier nur zu sagen, eine Casting Machine, eine Casting Unit. Ja. Jetzt verbrauchen wir 0,3 Cent Casting pro Sekunde, das ist okay, das ist was, womit man leben kann. Hot Air, Borax, Coke. 40 Zinnerz pro Sekunde. Auf ein gelbes Band passen 15, also 2 gelbe Bänder. Würde 30 gehen, aber also wir machen natürlich nur 2 Bänder. Wenn wir dann auf Rot gehen, passt es wieder. Das ist schon okay. Jetzt sind das fast alles so durch zwei teilbare Zahlen. Also wenn ich jetzt hier eine 1 hinsetze, dann haben wir hier eine 4. 8, 5, 8, 5, 8, 8. Wäre auch okay. Dann könnte man das einmal aufbauen und dann nochmal daneben setzen. Mal sehen, wenn ich das jetzt so mache, macht das unten richtig? Ne, macht er nicht. Müssen wir hier nochmal auf 8 stellen. Ja. Dann bauen wir das mal so. Das ist die Frage, wo wir anfangen. Also wir könnten mit hier anfangen. Muss gerade mal eben gucken, kann ich die Sachen vielleicht schon hier bauen? Screener. 6 Stück, dann fehlt es mir an Maschinen. Da können wir schon mal loslegen. Uns den ganzen Kram hier organisieren. Wo wir gerade hier in der Gegend sind, wo der größte Teil unserer Materialien verfügbar ist. Maschinen sind da. So, Screener. Brauchen wir noch 2 weitere. Dann brauchen wir Jawcrusher. Also genau, Casting-Maschinen habe ich noch drin. Da darf ich auf keinen Fall hier nochmal extra bauen. Achso, warte mal, hier brauchen wir noch 5 Screener.
Dann brauchen wir Stahl und Holz. Holz ist ja hier überhaupt gar kein Problem. Irgendwo hier in der Gegend da. Das ist eine Holzkiste. Komm ich da an? So, was habe ich jetzt hier gebaut? 6, 7, 8, 12, einen noch. Also genau, Stahl fehlte mir auch. Forschung geht übrigens weiter. So, ein Screener noch. Dann brauchen wir einen Jawcrusher, also 8 Stück. Erstmal 5, dann brauchen wir Duralumin, das haben wir hier nicht. So weit ist es ja nicht. Kein Zug. Ich gehe das kurze Stück eben zu Fuß. Wir müssen ja nur einen der Waggons erwischen, die hier auf dem Abstellgleis stehen. Tja, der steht natürlich fast ganz vorne. Na, es geht so ziemlich in der Mitte, steht da. 1, 2. So, ich glaube mal hier. Kupfer haben wir hier nämlich auch. Das waren jetzt 6 Jawcrusher. 7, 8. Dann machen wir hier weiter mit Washer und dann Ballmill. Washer. 1, 2, 3. Ballmill. 5. Und jetzt stelle ich gleich fest, dass ich das eine nicht bauen kann, vielleicht, weil mir Material fehlt. High Pressure Furnace 5, 1, 2, 3. Denn das haben wir noch nicht gebaut. Electric Arc Furnace haben wir, glaube ich, noch nicht gebaut. Nicht, dass wir dafür Stahl brauchen oder irgendwie so ein Schmarrn. Ne, können wir bauen, super. 1, 2, 3, 4. Und das war's schon. Dann brauchen wir viele, viele Ärmchen. Ich würde mal sagen, wir machen nochmal 1, 2, 3, 4 davon. Wir machen nochmal alle von denen. Und dann brauchen wir hier noch mehr Kupfer. Dann brauchen wir unterirdische Fließbänder. Brauchen wir dann noch ein bisschen Eisen. Das sind dann 52 da oben. Noch 1, 2, 3, 4. Kabel nehmen wir noch ein bisschen mit. Und der Rest sollte jetzt erstmal okay sein. Das dauert ja eine Weile, bis das hier durchgebaut ist. Währenddessen machen wir uns schon mal auf dem Weg, um das irgendwo hinzustellen. Also, das Band ist schneller. Da lang gehen.
Wir müssen auf jeden Fall einen Bahnhofsanschluss natürlich haben, sowohl für die fertigen Zinkplatten als auch für das Zinkerz. Das Feld, was wir da unten haben, wird ja nicht ewig dauern. Und da ist nochmal die Überlegung, wo wollen wir das überhaupt hinstellen? Ist es da unten sinnvoll? Was machen wir mit den Zinkplatten? Oder erstmal Zinn. Was machen wir mit dem Tin auf Englisch? Ich will erstmal nochmal nach dem flüssigen Zeug gucken. Brauchen wir das noch für eine andere Sache? Ja. Verzinntes Kabel. Da brauchen wir auch noch Molten Copper. Also es wäre, glaube ich, sinnvoll, das oben bei dem Aluwerk mit anzubauen. Solder braucht wieder LED. Huh. LED haben wir jetzt noch nicht verbessert auf die Variante. Mit Tar zusammen haben wir da oben Tar. Glaube nicht. Das ist natürlich ein schönes Rezept hier. Brauchen wir nur 30 von dem Zeug. Wir kriegen 40 raus. Tin und Chrom. Ja, die ganzen Metalle, die gehören irgendwie zusammen. Das ist die Frage. Hot Air haben wir oben nämlich auch schon. Muss man eben gucken, haben wir da auch schon Tar? Müsste auf jeden Fall einen Tank geben mit Tar. Ja, das Tailings. Ne, Tar haben wir nicht. Das würden wir aber dann noch dazu bauen. Hier ist Kohle, haben wir hier oben vielleicht auch Zinn. Da hätten wir noch mal Zinn. Das werde ich jetzt so schnell nicht anfassen wegen der Alien-Basis. Nee, also ich würde dann schon sagen, wir bauen das hier an. Und zwar machen wir dann hier die Bahnstrecke hier noch mal runter, so ein Abzweig, und machen dann auf die rechte Seite hier. Da muss ja Zinn hin, da muss Chrom hin, da kommt dann auch wahrscheinlich Titan dazu. Das hier sollte ich eigentlich auch mal abbauen, damit wir da Platz haben. Also wir brauchen den Platz nicht jetzt, aber das muss halt bald mal weg. Ansonsten wird es überbaut. Ja gut. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns einen Zug, wollte ich gerade sagen, aber haben hier gar keinen. Da, der Sandcasting-Zug. Ich weiß, wo. Ah, ich weiß nicht, wo der hin will. Steht nicht unbedingt fest. Ne, der will zum Zink-Dings. Und du willst auch nach Süd. Du willst auch nach Süden, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wo braucht man noch die Salzsäure? Ja, auch beim Zink. Nee, dann hole ich mir mal so einen Kupferzug her. Ach, da ist gerade einer jetzt, doch. Ist er gerade angekommen? Muss ja. Oder ich habe ihn einfach übersehen, kann auch gut sein. Ja.
Oh, jetzt habe ich Schienen vergessen. Noch einmal zurück, bitte. Habe ich noch genug Platz? Ja, auf jeden Fall locker Platz. Weil Bahnhof muss zuerst hin. Der bringt so ein bisschen Struktur rein. Also zumindest die Schienen müssen zuerst hin. Bahnhof könnte man noch ein bisschen später machen. Aber ich würde den Erzbahnhof, also für Zinnerz, dann wieder so machen wie den Kohlebahnhof zuletzt. Dass man da Massen anliefern könnte. So, einmal. Kupfer haben wir ja oben, Eisen habe ich im Gepäck ein bisschen. Sechs Stück, sieben. Ich habe ganz schön viel Kram hier irgendwie aussortiert irgendwann mal, ne? Kann das sein? Und ich sehe gerade, ich habe noch Sachen, die unnötig Platz wegnehmen. Die ich dann doch mal eben hier reparieren werde. Genau, Signale werde ich auch noch brauchen. Ich werde eine Haltestelle brauchen, eine zweite Haltestelle. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 an Signalen. Hiervon vielleicht sogar mehr. Züge habe ich im Inventar. Warum? Ah, ne, Züge könnte ich craften. Habe ich nicht im Inventar. Dachte schon gerade. Fließ. Bänder könnte ich mir auch noch mitnehmen. Ist, glaube ich, besser, wenn ich sie mitnehme. Eine gelbe Kiste brauche ich noch. Ja, nee, ich brauche keine gelbe Kiste. Nee, wir machen da oben jetzt die Robberports vernünftig hin. Warum habe ich hier dieses Zeug drin, Optical Set? Niemand weiß es. Achso doch, ich weiß es wegen der Lasertürme. Könnte ich hier mal wieder einsortieren. Nee, da ist schon richtig. Ihr stellt gar nichts her, ne? Ihr kriegt kein Molten Glas. Haben wir da wieder ein Problem? Ich kann schon mal spionieren. Okay, dafür brauchen wir noch. Nee, Molten Glas. Wird hergestellt auf Hochtouren. Es kommt wohl nur nicht genügend unten an. Also wir bräuchten noch mehr, oder wir könnten noch mehr verarbeiten. Ja, hier kommt jetzt auch gerade der Zug mit dem Molten Glas und das wird dann direkt wieder wegverarbeitet. Kann man zugucken, wie es runtergeht. Wow, der Strich. Ist das krass. Eine Zugladung Molten Glas in wenigen Sekunden oder vielleicht in 2 Minuten verbraucht vielleicht. Obwohl jetzt ist erstmal in die Rohre geflossen. Deshalb ging das so schnell. Ja. Nee, schön, dass das noch funktioniert. Strommasten, oh ja.
Klippen. Ich hoffe, da oben sind keine Klippen, sonst haben wir auch ein Problem. Eieiei. Ich habe ja keinen Klippensprengstoff. So, das kann mit. Mal sehen, der Kupferzug müsste eigentlich noch da sein. Obwohl, ne, 300 Sekunden hält er nur, ne, der ist bestimmt schon wieder weg. Ja. Sandcasting. Kamst du von unten oder von oben? Wo willst du lang? Mist. Nordanlieferungsstahl, ja, das ist mir zu kurz. Du bist für Forschung zuständig. Ich hole mir mal eben den Zug. Oh, der kann gerade nicht. Mist. Ist der da? So, du kannst auch schon mal hier wieder lang fahren. So, jetzt kommt unser Zug. Werden wir auch lange hier stehen können, bis der andere mal wieder kommt. Und ihr seht es mit dem Stein. Die Ärmchen sind voll am Rödeln. Es wird alles verbraucht. Na, da kommt unser Kupferzug. Oder ist der das? Ja. Wenn man bedenkt, dass wir noch relativ am Anfang des Spiels sind, also wir haben ja noch nicht mal blaue Forschung, dann werden sich hier später noch sehr, sehr lange Wege ergeben. Habe ich so das Gefühl. So, mal hier aussteigen. Hier wäre noch ein Bahnhof mit Kupfererz. Jetzt müssen wir noch gucken. Der Wald ist schon mal doof. Achso, genau. Die Dinger hier. Gut, wir fangen erstmal langsam an. Erstmal muss ich mein Inventar hier klarkriegen. Dazu müssen wir in diese gelbe Kiste was nachlegen. Und dann müssen wir schon mal Roboports aufstellen, damit wir später auch Platz dafür haben. So. 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 Von mir aus ein paar Rohre.
Die Maschinen natürlich schon mal. Und ich habe gerade gesehen, einen Washer, einen High Pressure Furnace hatte ich hier schon. Da kann der weg. So. Wir können hier mit rüber. Der kann damit rein. Okay, die eine Radaranlage fällt mir hier gerade ins Auge. Die will ich hier nochmal aufstellen, damit wir auch bei der Glasgeschichte noch besser gucken können. Das ist ja zu weit, da wäre richtig. Okay. Pflanzen wir ihn einfach mal hier so hin. So. Ich könnte dann auch noch mal so zwei Radaranlagen dazu bauen. So, jetzt wollte ich Roboports aufstellen. Warte mal. Hier unten ist keiner, oder wie? Ich weiß nicht, ich würde gerne das untere als was nehmen. Hier müsste doch eigentlich ein Roboport sein. Habe ich die abgebaut? Sehe ich die hier irgendwo? Turret, Electric Network. Logistik-Network müsste ich. Also hier ist es ja, da das Orange. Nee, also hier habe ich was. Das heißt, ich muss das obere als Basis nehmen und den hier drunter mal anschließen. Ganz gerade geht es hier nicht, das ist schade. Aber jetzt auch nicht schlimm. Ich kann damit leben, wenn Sachen nicht hundertprozentig gerade sind. So. Also muss ich da natürlich Strommasten langlegen, es hilft nichts. Warte mal. Ah, nee, ich dachte, der wäre jetzt gerade verrutscht wegen des Baumes, ist aber okay. Hier sehe ich nichts. Also nochmal. So, der nächste kommt dann oben drüber. Am liebsten hätte ich es, wenn es hier unten auch noch schräg wäre.
Also sind ja so die Flugrouten, die die Roboter nehmen könnten. Dann machen wir das so, dann ist wenigstens oben noch schräg. Ah. Ach, ich weiß nicht, oder so. Autosave abwarten. Ich setze den mal dahin und setze den anderen dafür ein bisschen nach links. Machen wir das so. Komisch, jetzt muss ich den doch wieder hochsetzen. Eben war er doch genau mittig. Das passt doch wieder hier nicht. Eben war hier. Wenn ich jetzt dahin setzen würde, dann würde es wieder gehen. Also ich meine, es ist noch der letzte Versuch. Ja, so geht's. Mal hier unten gucken. Ne, da ist der Strich nach links oben wieder weg. Also der macht, was er will. Also da kann ich jetzt keine Rücksicht mehr drauf nehmen in Zukunft. Wenn da eine Linie eine Verbindung hat, dann muss ich damit leben. Ich kann nicht darauf bauen, dass die Roboter da schräg fliegen. Geht nicht. So, aber wir brauchen mehr Pi-Roboports. Nochmal 5 Stück. Unabhängig davon müssen wir uns jetzt überlegen, wo fährt die Bahnstrecke hin oder. Oder ich mache doch erst das Zinnwerk. Hier ist ja der Bahnhof, der Kupfer anliefert, und es wäre schön, wenn wir dann auch den Bahnhof machen, der Zinn anliefert an dieselbe Stelle, also da in dieselbe Ecke. Und dann würden wir einfach mal hier auf dieser Seite anfangen, Zinnbänder zu legen. So, jetzt aber natürlich nicht direkt, sondern wir haben hier ist das weiteste, das östlichste von unserer bisherigen Baugeschichte. Da will ich mindestens 8 Felder Platz haben. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, hier könnte ein Zinnband lang gehen. Reichen mir die 8? Reichen mir die 8? Ich mache 12. 1, 2, 3, 4. Hier geht also das Zinnband lang. Das erste. Also das Zinnerzband. Da, na, wir haben ja erstmal nur eins, genau. Aber für ein zweites müssen wir uns ja auch noch Platz lassen. Das heißt, das wäre unsere Anlieferstrecke. Von hier oben irgendwo. Und Bahnhof wollte ich hier ändern, dass es so ist wie der Kohlebahnhof. Das heißt, auch
dieses Ding, was ja noch nie in Betrieb war, wird dann auch umgebaut. Dass ein Zug mitten reinfahren kann, dann von beiden Seiten entladen wird und so, nicht nur von einer Seite. Auch nicht mit drei Lagerhäusern, sondern nur mit zwei Lagerhäusern. Das kann ich eigentlich hier schon mal wegmachen. So. Dann habe ich da schon mal eine Gedächtnisstütze. Ja, dann brauche ich jetzt mal eben den Bahnhof. Habe ich den noch hier? Ah, ne, den habe ich auch irgendwie in eine Kiste gepackt. Und da fehlt mir Radar. Ne, ich habe Radar. Sorry. Da fehlt mir ausreichend Zoom. So, genau. Hier haben wir. Das ist ja schon zuvor gesehen. Hier sind es ja tatsächlich für zwei Produkte auch. Also in diesem Fall für Zinn und Kupfer. Die Ecke mitnehmen. Den noch mitnehmen, da. Probieren wir das mal so. 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 So, dann ein bisschen bearbeiten. Das soll weg. Wie können wir das wegmachen? Mit Rechtsklick. Ja. Right-click to remove. Ja. Ist es jetzt weg? Nö, ich kann irgendwie nicht speichern. Warum eigentlich nicht? Doch, ich kann hier speichern. Wie ist das da reingekommen? Was ich in der Hand hatte? Ja. So, der soll bitte weg. Der soll weg. Also Save Blueprint. Ich kann schon speichern. Wenn man den großen grünen Knopf drückt, dann kann man speichern. So. Das Ding müssen wir jetzt hier irgendwie hinsetzen. Schon mal abreißen. Ja. Was ist denn? Ich fürchte, das reicht noch nicht an Platz. Ach doch. So viel braucht man gar nicht. Da oben muss noch ein bisschen was weg.